Ja, hallo und damit herzlich willkommen zum. Wow, das geht aber schnell. Damit willkommen zum. Was mache ich jetzt? Ja, ich entscheide jetzt einfach mal viertes Türchen. Tekken für die PlayStation 1. Einer der ersten Spiele, die für die PlayStation 1 rausgekommen sind. Die Tekken-Spiele kannte man früher von Automaten. In Japan ist eines der. Ja, ich würde nicht sagen, es ist einer der ersten Prügelspiele, aber zumindest eines der ersten Prügelspiele für die PS1. Und für den Arcade-Mode muss ich Start drücken, okay. Und hier hat man die Auswahl zwischen 8 Charakteren, wobei es natürlich mehr sein könnten, wenn man am Anfang des Spiels das Minispiel komplett durchackert. Und mein Lieblingscharakter von diesen 8 hier ist für mich der hier, Martial Law. Also fangen wir gleich mal an und Round one. verlieren wir mal. Alter! Geht doch mal in den Griff. So, das ist King. King ist ein Wrestler. Und Tekken habe ich angefangen mit Tekken 2. Dann kam erst Tekken 3, irgendwann habe ich Tag Tournament gespielt. Dann habe ich erst Tekken 5 wieder gekauft. Tekken 6 ist irgendwann auch in meinen Besitz gekommen. Und das erste Tekken, naja, es ist halt noch überhaupt nicht ausgereift, wenn man die späteren Teile betrachtet. So, Paul Phoenix ist ein guter Kumpel von Law, aber wird hier natürlich keine Rücksicht auf ihn nehmen. Und der macht mich jetzt so richtig fertig. Wir sind komischerweise an den komischsten Orten der Welt, obwohl wir eigentlich das Ganze vielleicht an einem einzigen Ort ausführen sollten. Denn es geht um das Iron Fist Tournament. Und von diesen Kämpfern versucht natürlich jeder, dieses Tournament zu gewinnen. Weil es gibt natürlich ziemlich viel Geld. Und Paul hat mich fertig gemacht. Und wenn man verloren hat, kann man entweder entscheiden, ob man einen anderen Wrestler möchte, Wrestler, einen anderen Kämpfer möchte, oder man kann, so wie ich jetzt, weitermachen. Steh auf. Mann, der macht mich wirklich fertig. Bam. Haha, geht doch. Das ist ein bisschen repetitiv, ich weiß. Aber in diesem Spiel gibt es einfach noch nicht wirklich große Taktik. Das ist dann erst bei Tekken 5. Oder ja, schon bei Tekken 3 sieht man erst, kann man mit Taktik arbeiten, weil da gibt es auch Kombos. Hier sind die Kombos noch nicht so von Bedeutung. Da geht es wirklich, ich sage jetzt mal, darum, die Gegner zu lesen. So, Yoshimitsu, Ninja mit Rüstung. Niemand kennt sein Gesicht. Man spricht sogar davon, dass es vielleicht ein Ausländer sein könnte. Von dieser Theorie halte ich herzlich wenig, denn er ist eben noch viel zu menschlich dafür. Mit Law kann man auf jeden Fall extrem viel Schaden in kurzer Zeit machen. Nur ist der selber auch ziemlich verletzlich. So, also dritte Runde auch geschafft. Wenn ich das nächste Mal verliere, nehme ich mal einen anderen Kämpfer.
Jetzt geht's gegen Michelle. Michelle finde ich immer relativ schwierig, dagegen zu kämpfen. Weil sie einfach ihren komischen Kampfstil hat, den ich sehr schlecht lesen kann. Ah! Macht auch gute Deckungsarbeit, wie man sieht. Wenn man also nicht vorsichtig ist, dann besiegt sie einen noch relativ schnell. Ah, sie konnte noch verteidigen. Ah, fast. Okay, jetzt. Mit X-Taste kann ich schnell auf den Game Over gehen. Ich muss wieder von vorne anfangen. Von mir aus. Bei anderen Spielen ist es so, dass man früher, also dass man wieder vom selben Ort anfangen kann, einfach mit einem anderen kämpfen. So, jetzt habe ich mal die Dreieck-Taste gedrückt. Jetzt sollte er in einen anderen Kostüm kommen, oder ja, im richtigen Kostüm, wie auch immer. Das hier ist Kazuya, das ist der Sohn von Heihachi, und Heihachi ist derjenige, der das Turnier veranstaltet. Kazuya ist stark mit Heihachi verfeindet, weil Heihachi einfach ein extrem schlechter Vater war. So, einfach mit den Fäusten draufgeballt. Und wie man hier sehen kann, solche Matches können extrem kurz sein. Und Kazuya ist extrem schnell mit den Fäusten, wenn es sein muss. Yoshimitsu, zu dem habe ich zwar schon mal was gesagt, aber gibt noch eine. Ist natürlich noch nicht alles von der Story gewesen. Er ist auch noch. Er ist ein Räuber und stiehlt eigentlich von den Armen. Stiehlt von den Reichen und den Armen was zu geben. Das hier ist Jackie. Das ist ein Roboter. Offenbar mit extrem guter Verteidigung. Ist nur mit den Armen eigentlich relativ gut. Hat eine extreme Reichweite. Und ist langsam. So. Er kommt aus Russland, also wurde von einem russischen Team aufgebaut. Und ist eigentlich eine Kriegsmaschine. Oder ist als Kriegsmaschine konzipiert worden. Wow. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. So, jetzt wieder gegen Paul. Auch Paul hat eine offene Rechnung mit Kazuya. Der hat nämlich mal gegen Kazuya gekämpft und konnte ihm ein Unentschieden abbringen. Das gegen Kazuya ist das schon eine ziemlich hohe Leistung. Ja, wie man sieht, die Sprintangriffe sind meine Lieblingsangriffe eigentlich. Neben den Fäusten.
bin nicht so begabt mit der Beinarbeit. Daher versuche ich eigentlich immer die relativ schnellen Faustangriffe zu machen. Oder aus dem Hinterhalt einen Sprungangriff hinzubekommen. Diesmal hat Paul einfach mal fertig gemacht. Wie man sieht, mit den Fäusten habe ich schon relativ gut geschossen. So. Ich denke, einen Kampf mache ich noch. Jetzt gegen Law. Ja, Law, das ist sozusagen der Bruce Lee-Verschnitt. Kann Martial Arts. Ist gut mit Paul befreundet. Sind schon seit, ich weiß nicht, seit wann, aber schon seit einer sehr, sehr langen Zeit Freunde. Und was Martial Law angeht, er ist verheiratet, hat einen Sohn. Den Sohn sieht man das erste Mal in Tekken 3. Beziehungsweise sieht ihn in einem Abspann. Man sieht ihn im Abschlussfilm von Yoshimitsu. Aber das erste Mal kämpfen sieht man ihn dann in Tekken 3. Dann noch im Tekken Tag Tournament. Und Tekken Tag Tournament 2. Und da sieht man es. Wenn das jemand nicht geglaubt hat, dann sieht man in Tekken Tag Tournament 2, dass es tatsächlich zwei Laws gibt. Der eine ist einfach der Vater und der andere der Sohn. Es ist dann relativ schwierig auseinanderzuhalten, da beide ziemlich gleich aussehen. Und da Law eigentlich steht, knapp bei Kasse ist, hat er verschiedenste Jobs. Einmal arbeitet er als Koch oder als Dojo-Besitzer. Hat relativ viele Jobs. So, und King, das ist ein mexikanischer Wrestler. Der mich einfach mal fertig macht. Aber auch nur immer mit dem gleichen Angriff. Was ich hier eigentlich versuche zu vermeiden, ist eigentlich den gleichen Angriff zu machen. Aber King ist einfach so unverschämt und macht. Aha, ich habe schon gesehen, was du machen wolltest. So, also King ist auch besiegt. Dann geht's gegen Nina, das ist der letzte Charakter. Und das ist eine Assassine, also die mordet nach Auftrag. Ich bin so blöd, ich hätte machen können. Da hat sie Glück gehabt. Also einmal kämpfe ich noch, wenn das nicht klappt, dann lasse ich es sein. Äh,
Nina hat eine Schwester namens Anna und mit dieser ist sie auch befeindet. Wobei auch Anna eine Assassine ist und nach einem bestimmten Auftrag Leute umbringt. Beim ersten Tekken habe ich das Gefühl, haben die Entwickler noch darauf geschaut, das Ganze einigermaßen realistisch zu halten vom Kampfstil her. Ich habe das Gefühl, in den späteren Teilen haben sie nicht mehr darauf geachtet. So, Nina ist kaputt. Damit kommt noch Lee. Lee ist der Halbbruder von Kazuya, beziehungsweise wurde von Heihachi adoptiert und sollte eigentlich die Kampfeskraft von Kazuya messen. Lee kämpft einen Martial Arts Stil, ähnlich wie Law, aber einen anderen Stil, ganz anderen Stil. Aber ich denke, ich mache dann mal Schluss nach diesem Kampf hier. Ja, er ist einfach schneller als ich. Na ja, komm, einmal machen wir noch. Interessant ist übrigens noch, dass Lee dieselbe Stimme hat wie Kazuya. Aber es ist immer so, wenn es der Spiegelgegner ist. Spiegelgegner heißt es einfach ein Kämpfer, der mit der Geschichte von Kazuya, also mit dem Charakter, den man durchspielt, hat in der Geschichte viel zu tun. So. Unjin. Ja, natürlich noch im Griff. Voll in seinen Angriff gelaufen. Der hatte jetzt Glück. Okay. Wir lassen das für heute. Damit verabschiede ich mich und man sieht sich beim nächsten Spiel. Bis dahin viel Spaß und tschüss, ne?